Allen herzlich willkommen, heute wieder zurück zu einem neuen YouTube-Video von uns. Und heute geht es um das Thema Spindelschleifen. Ihr könnt es auch im Hintergrund schon sehen. Wir haben ja jetzt gerade Mähpause und von dem her ist es jetzt der ideale Zeitpunkt, die Spindel zu schleifen. Wir erklären euch einmal, was da zu beachten ist beim Spindelschleifservice und wir erklären euch auch, wie unser Spindelschleifservice funktioniert. Wenn das euch interessiert, dann bleibt gerne dran. Warum sollte man jetzt überhaupt die Spindel schleifen? Ganz einfach, mit der Zeit nutzt sich natürlich die Spindel ab. Sie wird stumpf, unter anderem durch zum Beispiel Sandkörner oder auch Steine, die einfach dort reinkommen. Dann kann man natürlich die Spindel mit Backlapping wieder kleine Probleme wieder beheben. Aber man sollte auf jeden Fall alle 1 bis 2 Jahre die Spindel einmal richtig schleifen, sodass er auch wieder richtig scharf ist und auch die Gräser, also den Rasen, richtig gut schneidet. Jetzt stellt sich natürlich für euch die Frage, wo kann ich meine Spindel schleifen lassen, damit sie dann nachher auch wieder messerscharf ist. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, unseren Spindelschleifservice zu nutzen. Der ist wirklich ganz einfach und für jeden Mann gedacht. Was müsst ihr machen? Ihr müsst eigentlich nur dann uns die Spindel zusenden. Bis am 1.2. und am 4.2. wird das Ganze dann von einem Experten geschliffen. Das Ganze wird auch live auf YouTube übertragen, sodass ihr seht, wie eure Spindel dann auch wirklich geschliffen wird und was damit passiert. Ihr stellt euch vielleicht jetzt die Frage, wo könnt ihr eure Spindel schleifen lassen? Und ist gar nicht so einfach. Daher haben wir uns entschieden, diesen Schleifservice auf jeden Fall im Winter einmal anzubieten, gerade wenn man nicht mäht. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, ihr geht als erstmal auf unsere Webseite. Das könnt ihr hier sehen. Wählt den Schleifservice für Spindeln aus und entscheidet euch, ob ihr eine 6-Blatt- oder eine 10-Blatt-Spindel habt. Und dann macht ihr das Ganze in den Warenkorb und bestellt diesen Spindelschleifservice. Was passiert als nächstes? Ihr bekommt einmal eine E-Mail mit weiteren Informationen. Was für Informationen? Zum Beispiel, dass ihr die Spindel auch gut verpackt und wohin ihr das Ganze senden müsst, weil ihr verpackt die Spindel einmal und sendet die Spindel dann zu uns. Der nächste Punkt wäre dann, wir lassen einen Experten, einen richtig professionellen Greenkeeper und Maschinist kommen, der das schon jahrzehntelang macht, dieses Spindelschleifen, der kennt sich richtig gut damit aus. Der schleift einmal eure Spindel. Das passiert am 4.2., das heißt, es sollte die Spindel so bis zum 1.2. bei uns spätestens angeliefert haben. Und nachdem die Spindel dann geschliffen wurde, senden wir die Spindel kostenlos wieder an euch zurück und ihr könnt wieder mit einer scharfen Spindel ins nächste Rasenjahr starten. Mit welcher Technik werden wir jetzt eure Spindeln schleifen? Standardmäßig, zum Beispiel so eine Arlet-Spindel hat einen Rundstift, das kann man hier auch sehr gut erkennen. Hier sieht man jetzt eine neue Arlet-Spindel, hier einmal unser Untermesser und hier die Spindel und beim Rundstift sieht man hier eine gerade Auflagefläche, das heißt die Spindel berührt hier somit das Untermesser, wenn man das Ganze dann dreht. Wir werden jetzt beim Schleifen aber keinen Rundschliff machen, sondern einen Hinterschliff. Hier auf dieser Zeichnung kann man es richtig gut erkennen, was ein Hinterschliff ist. Hier sieht man einmal das Untermesser und hier die Spindel. Beim Hinterschliff wird jetzt hier angespitzt im Winkel von 20 bis 50 Grad. Somit haben wir nur noch eine kleine Kontaktfläche zum Untermesser und hier das Ganze angespitzt. Und das nennt man Hinterschliff. Und diese Schleifvariante werden wir an den Spindeln anwenden. Das heißt, eure Spindel wird nachher einen Hinterschliff bekommen. Was sind jetzt aber die Vorteile zwischen einem Hinterschliff und Rundschliff? Denn wir haben uns bewusst für einen Hinterschliff entschieden. Beim Hinterschliff, wie man es auf der Zeichnung sehr gut erkennen konnte, reduzieren wir die Kontaktfläche zwischen Spindel und Untermesser, was dazu führt, es gibt weniger Abrieb. Des Weiteren kann euer Spindelmäher jetzt mit weniger Kraftaufwand mähen, da wir den Kontakt zwischen Spindel und Untermesser deutlich reduziert haben. Klar, der Hinterschliff ist jetzt natürlich auch etwas teurer wie so ein Rundschliff, aber das lohnt sich auf jeden Fall, gerade in Bezug auf die Lebensdauer, wenn wir weniger Abrieb zur Spindel haben, weniger Kontaktflächen und somit eure Spindel einfach länger lebt. Das war's jetzt mit unserem YouTube-Video. Das heißt, wir haben sehr viel erklärt.
das Video, in dem wir natürlich das Ganze filmen, wenn eure Spindeln geschliffen werden. Das kommt natürlich erst später, das kann erst nach dem 4.2. kommen, wenn der Spindelschleifservice bei uns einmal beendet ist. Falls ihr dazu natürlich noch Fragen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare reinmachen und ihr könnt ab jetzt diesen Spindelschleifservice bei uns auf der Webseite bestellen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Rasenvideos zu verpassen. Und somit bis zum nächsten Video.